Egal. So. Oh Gott. Oh, ich saß jetzt gerade ein bisschen verkrampft. Das sieht keiner, dass das da ist. Das sieht keiner. Lars hat offensichtlich noch keinen Feierabend. So. Die produzieren jetzt erstmal. Wir machen jetzt plus 15.000. Nehmen wir erstmal. Die sind eingestürzt. Wegen mangelnder Wartung. Wird. Was heißt denn wegen mangelnder Wartung? Also Feuerwehr haben die. Die haben Polizei. Die haben Schule. Ich könnte hier außerhalb eine Müllhalde hinsetzen, ne? Dass sich der Großteil der Stadt einfach auf der anderen Seite vielleicht sogar hier hin. Da. Meinte, ich muss meinen Finger gerade dahin halten, wo ich die Straße hin haben möchte. Nicht verrutschen jetzt, Rompe. Müllhalde. Keine Reparaturen vorgenommen, ja, aber es muss ja irgendeinen Grund haben. Es muss ja von meiner Seite her irgendeinen Grund haben, warum die Gebäude einstürzen. Irgendwas nicht gebaut oder. Muss ja irgendeinen Grund geben. So, warte mal. So. Das ist richtig schön zur Müllhalde zu fahren, wenn du irgendwas wegbringen musst oder zu arbeiten. Weil du komplett durch diesen Müll durchfährst. Ui. Da sie hier komplett an der Straße entlang laufen. Mann! So. Und geht das jetzt hier nicht? Jetzt geht das.
Hier fährt man noch gerne lang. Aber gelernt, hier in Bremerhaven ist ein historischer Leuchtturm beinahe umgefallen, weil der halbe Kai eingebrochen ist. Oh shit. Letztlich mussten sie ihn abreißen und konnten nur die Kuppe retten. Oh, schade. Das ist kacke. So, Krankenwagen haben wir auch. Ne, Moment, das ist kein Krankenwagen. Krankenwagen haben wir auch. Wieso ist das gelb? Ach so, weil ich die Fürsorge runtergeschraubt habe. Okay, I'm very interested if I should ban you, Biscuit Marie, or you're just growing. You have one chance. Oh, gemein, das ist eine Chance. Oh wait, you look like my teacher. I just wrote anything else, I'm sorry. And thank you, I guess? Is your teacher good? That's a question I should ask first. When you're a spam bot, then anything I say is nonsense. If you're not a spam bot, I was not very nice to you, I'm sorry. Ja, ja, hohe Mieten, my ass, ey. So, jetzt aber scheint, dass die Gegend hier jetzt läuft. Das sollte ich nicht so laut sagen. Wir haben einiges an Anfrage. Ich habe das mit den Steuern noch nicht so ganz verstanden. Haben Schwierigkeiten, das nötige Geld aufzubringen. Sie benötigen möglicherweise eine höhere Zonendichte oder eine andere Zonenzuweisung. Probier mal. Pass auf. Was ist denn, wenn ich da, wo jetzt gemeckert wird, wenn ich da jetzt mal Reihenhäuser hinpacke, was bestimmt richtig gut aussehen wird. Und dann schmeiße ich die ja raus und da kommen ja andere hin. Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Ich probiere das jetzt mal mit dem, wo ich das gemacht habe. Ich glaube, ich habe Marie verscheucht. Wir haben hier schon eine Marie. Sergeant Rina Valora Marie. Gucken wir uns jetzt explizit das hier an. Da war hohe Miete. Und jetzt haben wir das geändert. Und jetzt bin ich gespannt, ob die hohe Miete bleibt. Wenn nicht, dann haben wir die Lösung. Dann haben wir die Lösung, Mr. Krabs. A little bit of DLC in my life. Was ist eigentlich DLC? Ich glaube, die ganze Zeit, wenn ich was abreiße oder so, kommt ja dieser Fortschrittsbalken bezüglich Errungenschaften rein. Ich frage mich die ganze Zeit, was TLC ist. Ich weiß auch gar nicht, welchen Zusammenhang das da unten aufploppt. Ein Haus wird ersetzt? Oh, keine Ahnung, was. Die meckern nicht wegen hohen Mieten, ne? Ist das jetzt echt die Lösung? Das ist die Lösung? Ich meine, das ist explizit das, was mir das Spiel gesagt hat, to be honest. Increasing areas of forest are being engulfed by flames. The thick smoke rising from the fire makes the air dangerous to breathe. Citizens are advised to vacate any premises near the fires and remain at a safe distance until emergency services manage to get the fires under control. Das, was der nette Radiomoderator gesagt hat. Da haben wir noch eine hohe Miete. Aber ich glaube, das Gebiet gehört dazu, ne? Hier haben wir noch eine hohe Miete.
So, und dann haben wir, glaube ich, hohe Mieten hier größtenteils erledigt. Und dann schauen wir uns das mal an, ob das wirklich die Lösung des Problems ist. Ob ich das Spiel wirklich richtig verstanden habe. Weil dann ist das interessant. Wir haben nach hoher Dichte Nachfrage, wir haben nach so hohe Dichte, ne? Was ist denn hier los? An den Kai kann ich halt nichts setzen. Tut mir leid, Kai. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. What kind of future does music Smog ist unerträglich. Well, ja, was sollen wir gegen Luftverschmutzung tun? Was ist denn hier los? Stau? Warum ist hier Stau? Ihr wollt alle auf die... Industry in the region is on the rise, and when business wollt alle hier links drauf. There's no sinking this boat, Glenda. We're live. Gucken wir mal, ob das mit den Kreisverkehren besser läuft. Runter staut sich gerade ein bisschen. Ich glaube, ich verschiebe das Problem nur von Kreuzung zu Kreuzung. Das ist mit Kreisverkehr. Mit einer guten Planung müsste man... Oh, die blockieren sich jetzt hier so ein bisschen gegenseitig. Wir beobachten das mal. Das muss jetzt ein bisschen abfließen. Wir haben noch mittlere Dichte Nachfrage. Machen wir denn noch mittlere Dichte? Wir könnten mittlere Dichte Richtung Hafen noch hier setzen, ne? Hier so entlang. Ich würde hier jetzt einfach mal ganz frech billige Mietwohnungen hinklatschen. An die Schnellstraße. Aber was mache ich denn dann hier? Dieses Gebäude kann entsprechend möglicherweise höhere Zonendichte oder andere Zonen. Ich habe ja keine. Ich habe ja keine andere Zonenzuweisung für Industrie. So, ich würde gerne mal gucken, wie es aussieht, wenn wir hier hohe, oh, um den Parkplatz herum, so kleine hohe, wenn wir hier hohe Bürogebäude setzen, wie das aussieht. Am Hafen. Ich stelle mir das eigentlich sehr cool vor. Richtig angeschlossen hier links und rechts, ne? Güterzug!
Güterzug. Boah, also dieses Texturenflackern ist halt schon echt nervig, ne? Was ist denn, wenn ich die Schattenqualität runterstelle? Flackert das dann immer noch? Okay, auf Mittel flackert es nicht mehr. Ich habe das Gefühl, da sind keine Schatten, die flackern, oder? Jetzt flackert es wieder. Also irgendwas stimmt hier mit den Texturen nicht. Ich habe das Gefühl, es flackert noch mehr. Aber nur, wenn irgendwas im... Oh Gott. Wenn die Welt lädt oder so? Sieht mit den Schatten ganz seltsam aus. Wie sieht denn das aus, wenn ich die Schatten ausmache? Also in erster Linie erstmal scheiße, ne? Haben wir da noch das Flackern? Oh Gott, das ist ja ohne Schatten. Das Flackern haben wir trotzdem noch. Gut, dann liegt das also schon mal nicht an den Schatten. Und liegt es nicht. Warte, das ist Depot. This is an emergency broadcast to all citizens. The Fire and Rescue Service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. The billowing clouds of smoke pose a serious health risk to anyone nearby. At this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation is under control. So, wie sieht das mit den Buslinien aus? Passagiere 140. Es ist kein Bus richtig voll, okay. Der ist voll. Wir haben hier drei volle Busse auf der Linie. Boah, ich würde mal die Ticketpreise alle mal auf 12 ändern. Weil wenn die hier viel benutzt wird, erhöhen wir da. Mach mal alle 12, außer die rote, die extrem gut benutzt wird. Aber da ballern wir dann auch nochmal 2. Ey, jetzt flackert's aber richtig hier, ne? Hier bei den Autos. Ich hoffe, da kommt im Bälde ein Patch. Zu viel Grafik, zu wenig PC. Ich weiß nicht, also es leckt ja nicht. Ich gehe davon aus, dass da einfach ein Bug ist. Es leckt ja nichts und so. Ich würde jetzt mal sagen, es liegt jetzt nicht an meinem PC. Ich gehe jetzt in erster Linie einfach mal davon aus, dass es irgendwie was ist, was gepatcht werden muss. Ich baller hier mal Commercial zwischen. Frag mich, ob das nervt, wenn da Commercials sind. Schauen wir mal. Ich glaube aber auch, dass ich das alles ein bisschen hätte anders bauen müssen. Es ist sehr cool mit den hohen Gebäuden am Wasser. Aber ich glaube, es wäre sinniger gewesen, wenn die geringe Besiedlung außen ist. Und je weiter du in den Kern reinkommst, desto höher werden die Gebäude. Also das kann ich auch hier machen, ne? Du kommst von außen rein, aber zum Wasser hin.
Theorie, ja, das ist halt mit der Insel ein bisschen. Ich habe noch 4 Kacheln. Wenn potenziell diese 4 hier. Ich würde mir erstmal die 2 noch holen. Oh, wir sind mittlerweile bei 6 Millionen. Ich glaube, wir können bei den Dienstleistungen Gesundheit wieder wesentlich höher schrauben. Transport schraube ich auch mal wieder auf 90 hoch. Und hat mir nicht irgendwas noch runter gemacht? Wir erhöhen mal die Dienstleistungsgebühr für Strom. Genauso wie die Dienstleistungsgebühr für Wasser erhöhen. Ist nur ein bisschen was, aber vielleicht etwas, was sich bemerkbar macht. So, die Frage ist, was wir mit der Schnellstraße machen. Oh, können wir die Schnellstraße hier anschließen? Oh, hold up. Aber dafür brauche ich noch wie viel? Würde ich hier gerne langziehen. Oder hier oben. Nee, hier unten. Ah, aber hier ist so wenig Platz, um das zu machen eigentlich. Dafür bräuchte ich 2, 4, 5. Plan das erstmal ein. Ja, wir haben die 4-spurige, ne? Hui. Okay. Also, falls auch jemand im Chat fragt, warum ich das planiert tue, warum ich Stinks verwende, deswegen. Wobei es eigentlich lustig wäre, wenn das halt hier... dass hier wieder ebenerdig wird. Von der Brücke zurück, so. Ja, ja, oh, komplett über den Berg drüber gezogen. Ui. Benutzt das falsche Tool, ne? Berg. Ich bin ein Eisbär und ich grabe ein Loch. Grabi, grabi, Loch. Grabi, grabi, Loch. Ich bin ein Eisbär und ich grabe ein Loch. Grabi, grabi, Loch. Grabe ein Loch. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie heiß mein PC by the way ist. Also, könnte am PC liegen, es könnte aber auch nicht am PC liegen. Ich würde eher sagen, dass es ein Grafikbug ist, weil es würde, glaube ich, anders aussehen, wenn das an meinem PC liegen würde. So. Wir behalten das jetzt mit der Schnellstraße hier erstmal so bei. Wir sind ja sowieso gleich Level 11. Dann sind wir eine Kreisstadt. Dann kriegen wir 18 Gebiete, ja moin. Ja, momentan sogar noch 11 Entwicklungen, ne? Eine prachtvolle Brücke, die eines der Wahrzeichen der Stadt darstellt. Tiefgaragen haben wir noch nicht freigeschaltet. Tiefgaragen wären was für City. Die hole ich mir mal. Kraftwerke sind wir, glaube ich, noch gut dabei. Wasser auch. Müll, glaube ich, auch noch. Man könnte über technische Uni oder medizinische Uni nachdenken.
U-Bahn wäre auch was. Ein Flughafen wäre natürlich auch sexy, aber ein Flughafen kostet Geld. Die Serverstation noch mitnehmen. Und na, die großen Sportparks kann ich nicht mehr mitnehmen. Unterirdisches Parkhaus. Das würde ich so ein bisschen hier in die Richtung pflanzen wollen. So in die City. Oder sieht fancy aus. War das die Bewohner? Entschuldigung. Ja, es packt direkt wieder rum hier, ne? Also ich wollte gerade sagen, das ist ja zum Glück auch gar nicht nervig, ne? So, wie viel passen da jetzt rein? Das wollte ich eigentlich nachschaut haben. Parkgebühr machen wir erstmal höher. Nimm die öffentlichen Verkehrsmittel, wenn ihr nicht viel zahlen wollt. Ach da, 200. 200 Autos passen da rein. Hatten wir hier mal irgendwo Parkplätze? Da sind 60. Können wir nicht für alle? Oh, muss ich für jeden einzelnen Parkplatz erhöhen? Kann ich nicht einfach sagen, alle Parkplätze höher? Da zum Beispiel steht keiner, ne? Irgendwo hatten wir hier noch einen Parkplatz. An denen da nutzen halt 5 Leute, ne? Da können wir uns eigentlich das Geld auch sparen für den. Genauso wie der hier oben, da können wir das Geld eigentlich auch sparen. Aber da, wo halt viele sind, I'm looking at you zum Beispiel, können wir überlegen, vielleicht in die Nähe eine Tiefgarage zu bauen. Vor allem ist das hier halt beim Sozialamt, ne? So, das heißt, wir nehmen das Parkhaus und platzieren das hier. So, dann hatten wir noch einen gut besuchten Parkplatz in Nähe vom Krankenhaus. Wäre das eigentlich auch sinnig, ne? Genau, weil hier unten war der, glaube ich, voll. Ja. Aber wir setzen dann hier einfach irgendwie noch einen Parkplatz rein. Ah, und damit sind wir jetzt auch Stufe 11. Sehr gut. Damit sich das vielleicht nochmal ein bisschen verteilt. Das hat Stau. Parkgebühren haben wir hier und da ein bisschen erhöht. Das Gebäude steht verlassen. Es wurde von seinen Bewohnern verlassen. Von allen! Schiff wobbelt da so ein bisschen. So, jetzt dann würde ich jetzt gerne diese 5 Kacheln kaufen. Ich möchte gucken, ob ich mich hier anschließen kann an irgendein. Das wäre fancy. Machen wir gleich noch hübsch, keine Sorge. Kann ich gerade ziehen. Himmel! Kann ich einfach hier zack, zack? Mann, mit Shift, gedrückter Shift-Taste. Oh, wenn das nur Luft... Oh, ich bin ja stupid! Oder? Oh, that's some fine stitching.
Take them off. Let me see. Here you go. This girl busts in line and starts filling up her drink, and she all... Oh doch, ich kann mich hier anschließen. Absolutely never mind. So, aber geht hier irgendwie eine Wasserlinie lang oder so? Noch nicht, könnte man ändern potenziell. Oh, wir haben ja noch 14 Punkte, ne? Wie war das mit den großen Brücken? Automatisiertes Parkhaus sah gerade auch nice aus. Kreuzung, Parkplätze. Wie wähle ich... Die ist das wahrscheinlich, ne? Fünfspurig. Vierspurig. Warte, das ist eine einspurige. Scheiße, ist einspurig. Ah, shit. Ich muss halt irgendwie eine Legend Autobahn draußen. Ach, scheiße. 8 Punkte völlig für die Katz. Rein investiert. Geile Meile. So, reichen 20 Meter hier. Ich würde schon gucken, dass ich auf 30 gehe. Ich werde schon gucken, dass ich von hier aus dann gerade anschließe. So eine Kurve. Wenn ich ganz blöde bin, müssten da dann Autos langkommen, oder? Ja! Ein Lieferwagen. Der will nicht zu uns, aber der fährt bei uns durch. Der hat 2 Tonnen Kunststoff dabei. Oh, da hinten brennt's. Sehen wir nicht. Was ich nicht sehe, ist nicht da. Ich wollte gerade sagen, hier gab es irgendwo eine Stelle. Ich habe die Stelle gefunden, die ich gesucht hatte. Wo ich von einer Gerade in eine andere Gerade bin. Der hatte abrupt abgebremst. Perfekt. Ist das nicht immer noch der Brand aus den Nachrichten vorhin? Konsort ist immer noch brennt. Der ewige Brand. Ja, wie nah ich an diesen LKW kann, ne? Oh, Alter. Okay, der Hafen sieht schon mit dem Schiff jetzt sehr fancy aus, ne? Holy shit. Sehr cool.
Sieht ja auch sehr cool aus mit den Hochhäusern dran. Da müssen wir doch überall Bäume mal hinmachen. Jetzt fährt er wieder aus der Stadt raus. Er ist nur so auf dem Durchzug. Aber es wäre jetzt eigentlich keine, prinzipiell keine schlechte Maßnahme, ne? Zu sagen, mache ich gleich. Bäume. Dann machen wir erstmal Büsche. Dass wir hier eine Straße an der Schnellstraße im Ort. Also auch außerhalb. Ein bisschen mehr Grün haben. Mach erstmal da, wo jetzt aktuell keine Häuser stehen, ein bisschen Grün hin. Also erstmal nur hier in der Stadt. So, was machen wir denn? Machen wir Kiefer, Fichte, Apfelbaum, Erle, Eiche. Gute alte Eiche. Ja, wir mischen das so ein bisschen, ne? Hier ein bisschen Eiche. Bisschen Professor. Oh. Ein bisschen Professor Eiche. Wir mischen mal eine Fichte, ein paar Fichten drunter. Ich glaube, Kiefern. Kiefern machen wir auch noch. Und dann dürfte es ja eigentlich in unserer Stadt ziemlich grün werden, wenn die wachsen. Und wenn die erstmal alle ausgewachsen sind, dann könnte das schon sehr cool aussehen. So, wo ist denn jetzt der Brand? Mangel an Unterhaltung. Unzuverlässiges Internet. Alter, die Serverfarm ballert aber ordentlich. Netzabdeckung in der Stadt an sich ist aber auch schon mal ganz nice, ne? So schade, ich kann den nicht hier hinsetzen, weil da keine Straße ist. Okay, Unterhaltung und Internet. Das ist bei allen so. Unterhaltung wären ja Parks, ne? Die großen Sportparks jetzt noch nicht. Die kosten 8, die großen Sportparks, ne? Oh ne, 4. Let's go. Gibt nämlich Fußballfelder, ne? Und Freibad. Boah, Leute, kommen ja voll Bock auf ein Freibad, oder? Mal gegenüber der Schule. Oh Gott. Sekunde.